Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück auf der Oberbayern zu einer weiteren Folge mit den Krieger, dem Max und dem Paul. Moin! Moin! Was wolltest du sagen, Paul? Bist du schon am Wenden hier? Am Schwadern? Nee, ich dachte, ich lasse dich da erstmal kurz ein bisschen was machen. Mhm. Man sieht es auch schlecht, weil das Gras schon wieder nachgewachsen ist. Ja, genau, dass du ein bisschen voraus bist. Aber kann man wie gefällt dir der Traktor? Nicht gut. Ich muss sagen, es gibt schönere 500er Modelle, Favoritmodelle. Aber ja, Geschmackssache, ne? Jo. Grün, die Reifen werden auch schön grün. So, einmal um die Kurve. Nummer 1. Alter, warum macht man die Kurven in der Stadt so kackeng? Das weiß ich nicht. Vor allem, ich hab an der Seite hat den Greifer noch aufgeklappt, weil ich die Beine klappen kann. Musst du den Wo ist der V-Grab? Was ist das? Keine Ahnung. Welcher? Wir haben zwei Stück. Der von Teleloader. Der ist auch beim Schweinehof. Ja, haben gerade gefunden. Den wollte ich eigentlich mit rübernehmen zum Kuhhof mit dem Telelader. Weiß gar nicht, irgendwas fehlt aber noch bei den Schweinen. Ich glaube nichts, wo wir da haben. Ja, Raps wahrscheinlich. Ja, es kann sein. Raps fehlt da und oben Silage. Kleesilage. Ja, und sonst wollte ich damit zu den Kühen fahren eigentlich. Hätte ich ja was vorbeibringen können. Und es ist ja Klee frisch, wäre ja da gewesen. Ja, das brauche ich noch da. Hätte ich ja vorbeibringen. Die Schweinchen. Ich bin jetzt wieder schön sich vermehren. Weiße. Eine Runde Schwadern. Ach du Scheiße. Wenn denn. Entschuldigung, Schwadern. Schwadern macht der Kollege. Machst du bitte voll den Traktor? Danke. Nee, ja, ich wollte nur so einen Liter reinlassen. Ach so, ja, da komme ich ja wieder 100 Kilometer fast schon. Tank mal nur für 50 Euro. Bitte. Oh, jetzt kommt Paul, jetzt muss ich erst schnell wegfahren. Ja, ganz, ganz schnell musste das jetzt. Heide, nein. Was ist er denn dabei? Er kommt erst mit komplett ausgefahrenen Arm hier reingefahren. Lauf bei ihm. Mach dir Lucky, darf ich schon Ballen bei den Kühen reintun oder machst du das auch? Nö, nee, darfst du gerne machen. Okay, dann. Was fertig Schabel. Ist, ist fertig. Das ist aber eine gute Ansicht. Sehr gut. Umso mehr ihr macht, umso weniger muss ich machen. Achso, das ist auch eine gute Ansicht. Ergibt das Sinn? Das macht Sinn, ja. Ja, es macht Sinn, würde ich jetzt aussagen. Ui, warum habe ich denn jetzt wieder Lenk? Ein kleiner Leck wieder drin. Ja, mit 15 Euro. Hey, Paul, komm mal hier in den Truck rein. Geht so, oder? Kann ich so fahren in das Auto? Doch gesagt, mit den Ballen da durch meine Spritkosten rechnen. Ich werde der Ballen gebracht. Schon wieder vergessen. Ja, kann sie fahren, passt, super. Hey, hast du doch gar nicht gesehen. Oben immer noch den doch, habe ich gesehen. Okay. Lucky schaut sich lieber nicht an, oder? Nee, besser nee. Nicht. Du machst wieder Blödsinn da mit den Ballen, ne? Wie beim letzten Mal mit den Strohballen, die du da gestapelt hast. Ey, hör auf, die waren souverän gestapelt. So lang, bis Paul gesagt hat, die kann man nicht so hoch stapeln. Und, nee. Und am besten, eigentlich wollte ich die rechte Reihe ja mit Heuballen voll machen. Ja, ach komm, ich stapel sie nochmal um. Bombs. Alles zweimal umgefallen. Scheiße. Ich hatte ja nur gesagt, ich fände es gut, wenn da die rechte Reihe frei ist, dass man da Heuballen reintun kann. Ja, nur. Ja, und ich habe dann eine Stunde dran gesessen oder länger sogar, glaube ich, die Offscreen wieder alle ordentlich zu stapeln. Ja, aber du hast ja auch erstmal den Case-Ding gegönnt. Aber nur gemietet. Ja, trotzdem. Und
auch nur um die rauszuziehen, um einzulagern, war der nicht gut. Was hat das jetzt, was war das zu Verkauf da, 10.000? Tritikale oder so. Ah, alles klar. Der Greifer ist kaputt. Welcher Greifer? Machen wir das. Funktioniert nicht mehr. Funktioniert nicht mehr. Welcher Greifer? Ja, vom Titel, oder? Zeig mal her. Warum? Was habt ihr wieder gemacht? Weiß ich nicht, der klappt nicht mehr zu. Oh. Du hast auch die richtige. Hast du ihn auch ausgewählt, richtige Taste gedrückt? Ja, das hat ja bis gerade eben noch funktioniert. Fahr ich ja halt auf die Aldi. Oh, oh, weiß oh, rein. Oh, oh. Immer die neue Technik hier. Die nicht funktioniert. Mhm. So. Servus Krieger. Und ist jetzt viel runtergekommen oder nicht? Fast einmal außenrum. Ich weiß jetzt nicht viel, würde ich sagen. Vom Gefühl. Oh, boah, alles längst gespartet. Alles längst auf der Wiese. Soll ich danach nochmal Ballen pressen oder? Weiß nicht. Ich bin jetzt am Ballenpressen. Hast du pressen wollen? Ja, alles klar. Ich kann auch einsammeln. Aber du bist mit meinem Johnny unterwegs, ne? Ja. Oh. Übertauschen? Ja. Ich glaube, ich habe jetzt hier auch alles. Keine Ahnung, man sieht es ja leider nicht. Wie viele Ballen kann denn der Glas hochheben? 4, aber in dem ausgefahrenen Zustand weiß ich natürlich nicht. Nein, ich meine noch nicht im ausgefahrenen Zustand. Ja, habe ich mir so gerade nur so gedacht, weil du da vorhin so gefahren bist. Also 4 schafft er so ohne Probleme. Ja, das Doppelte geht auch noch. Wie 8? Na wohl. Den Dings brauchen wir nicht mehr, den Schwader, ne? Wir fahren zum Hof. Wendler. Nein. Wendler. Den Wendler. Er liebt den Bader. Der Wendler. Boah, da überhaupt gar nicht rein, diese Blitze auf dem Dach. Es ist so still. Ja, ist das die Ruhe vor dem Sturm oder alle konzentriert am Trecker fahren? Na, mehr oder weniger. Ja, ich glaube Krieger nicht, der hat ein bisschen was reingemacht. Ja, und Paul steht. Jetzt ist er losgefahren. Weißt du, ich habe geguckt, ist voll. Ja, genau. Welchen Trecker darf ich dir denn bringen, Max? Steht schon einer da. Achso, dann kann ich gleich meinen haben zum... Hallo. Ja, jetzt aber rund. Ja, du bist plötzlich zurückgefahren. Falls du die Kühe füttern solltest mit Silage, ist noch in dem Anhänger drin, ne? Wo stand denn der Wender? Der Wender stand neben den Mähwerken. Alles klar. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Warum das? Weil du es meistens weißt, wo es hingehört. Oh, der Ballen backt hier rum. Man kennt ja Ballenphysik. Ja. Mehr oder weniger. Wenn man, solange man sie auf kein Förderband legen muss. Aber ich finde, die haben heute souverän gesteckt, die Jungs. Ja, Ballen waren kann ja jeder. So kann man es aussehen. Ja, die meisten hatten es tatsächlich gut. Welche Lache wie sein Trecker. Ja. Wolltest du jetzt aufsammeln oder pressen? Du wolltest eigentlich pressen, hast du gesagt. Dann hast du gesagt, ich kann aufsammeln. Ja, muss noch kurz warten, ob wir eine Spur fahren.
Eieiei, so ein Johnny hier. Grünes Ungetüm. Musst ja nicht fahren, wenn er dir nicht gefällt. Den Rocken dann auch verkaufen oder einlagern? Warum hast du jetzt den Traktor da hinten hingestellt? Den brauche ich doch. Achso, du willst Rocken? Den nehmen. Ich dachte, du willst den eigenen nehmen. Nee, der steht oben bei Krieger. Den Roggen können wir den nicht für die Dings nehmen, nein, ne? Für die Saatgut? Mm-mm. Ja, ich glaube, wenn dann Weizen für die Saatgut. Den eigentlich nur Gerste und Weizen. Also auf der NF Marsch geht's auf jeden Fall. Also einlagern. Warum, wenn wir den nicht brauchen? Ja, weil Max gerade gesagt hat, auf der NF Marsch geht's. Ja, wir sind nicht auf der NF Marsch, oder schaut es hier an, irgendwie so danach aus. Schwierig einzuschätzen. Ganz, ganz kleine Feld da, die 91. Ich glaube, die sieht ein bisschen wie auf der NF Marsch aus. Hast du schon mal die NF Marsch gespielt? Nicht gespielt. Ich fahre ja noch langsamer mit der anderen Kiste hier. Ja, das ist doch nicht meine Schuld. Wenn ihr euch alle so komische Traktoren aussucht. Meiner braucht vielleicht ein bisschen viel Sprit. Aber ansonsten nicht. Ja, einfach nur einen zu kleinen Tank. Oder so. Könnte auch an der Fahrweise liegen. Dass der Verbrauch so hoch ist. Also wenn du beim MP-Trag nicht Vollgas gibst, dann bist du schon so ein Halbgas-Maschine jetzt. Naja. Ist dich gezwungen, um zu verlieren. Ja. Wartet mal ab, bis wir den Drescher tanken müssen. Wie viel hat er denn da rein? Er hat noch 471 Liter. Wer hat denn hier alles auf den Weg geschwadet hier oder keine Ahnung da? Ja, ich kann das nicht aufnehmen, weil es ist nicht unser Feld. Ja, deshalb. Und da passen 1000 Liter rein. Das sind alles Heuballen hier, ist richtig, ja? Ja, es ist noch nichts anderes bis jetzt gekommen. Dann ist gut. Ich wollte nur gefragt haben. Sie sind zwar sehr hell, aber irgendwie ein anderer Grünton, als man sonst kennt. Echt? Nein. Doch, das ist doch nicht der Original-Grünton, oder? Keine Ahnung, die Strohballen hatten irgendwie so, hatten gelbe Schnüre drin. Mhm. Jetzt fühle ich mich doch ein bisschen wie in der FSL hier. Kein Bein, also, wenn wir das hinter der Presse herfahren. Brauchst du noch den Fiat, oder? Ja, der wird ja die Presse fahren. Ich glaube, Paul hat den T6 wahrscheinlich mit. Ich glaube, Paul hat hier die Arbeitsbreite von dem Schwader falsch eingestellt. Da liegen immer noch so Schwaden da. Ich habe automatische Breite gemacht. Die haben nicht geguckt. Ich glaube aber auch, der hat es falsch eingestellt. Ja, ich habe doch gesagt, du musst die auf 8,50 runterstellen. Nee, hast du nicht gesagt. Du hast nur gesagt, der Schwader ist aber schmal. Nein, ich habe dir gesagt, wie ich es an dir abgegeben habe, habe ich gesagt. Also, ich habe die Schwaden auf 8,50 runtergestellt. Ah. Habe ich nicht gehört. Vielleicht hat er es auch gar nicht gesagt. Ganz sicher habe ich es gesagt, kannst du in der Folge nachschauen. Ah. Schreibt es in die Kommentare, welche Minute es war. Wo er es gesagt hat. Max. Ist es schon voll? Nein, 12. Also 2 noch. Die brauchen wir bei den Kühen, ja? Keine Ahnung, ob wir überhaupt noch Heu brauchen. Nee, ich voll. Full. Ja, aber ich würde sie einlagern, dann brauchen wir nicht so schnell wieder Heu machen. Ja. Weil das ist doch schon ganz schön aufwendig gewesen. Oh, das ist so aufwendig. Ja, das heißt. Wenn ich jetzt überlege zum letzten Mal, du bist mit mehr vorausgefahren, ich bin mit Krieger hinterher einfach hier. Mit zwei Ladewagen, ja. Zwei Ladewagen und dann schwuppdiwupp war alles weg und jetzt sind wir immer noch in der vierten Folge immer noch dran. Deshalb, also deswegen will ich die Heuballen nicht verkaufen, sondern lieber alle einlagern. Ich kann das auch gerne offscreen machen. Oder gleich in der nächsten Folge noch anfangen. Ich glaube, die jetzige Folge ist gleich vorbei. Ja, eine Minute 30. Ja. Der Aufwand ist, glaube ich, das Geld nicht wert. Deshalb nicht verkaufen. Ganz sicher nicht. Ja, man muss halt nicht nur einmal. Wollen wir noch eine Folge häckseln gleich? Der Mais war noch so weit, ne? Habt ihr gesagt. Wir haben ja noch nicht mal einen Häcksler. Ich weiß nicht, was wir für ein Häcksler. Das ist die Frage. Entweder wir häckseln oder wir hauen uns auf nächstes Mal einen guten Häcksler rauf und häckseln wir nächste Woche Montag. Wenn wir jetzt damit anfangen, da haben wir bis
haben wir bis nächstes Mal Aufnahme alles durchgehäckselt. Das ist true. Nee, Lucky hat Spätschicht. Ja, ich würde eher sagen, wir machen hier die Ballen noch so weit, wie wir kommen. Und ja, dann lagere ich in der letzten Folge noch die Ballen ins Dings. Oh, komme ich mit dem Anderson hier durch die Häusergasse? Ja, ich bin schon dreimal durchgefahren. Okay. Ganz knapp, aber es geht. Alter, wir müssen ja die anderen zwei Wiesen auch noch. Ach, Paul ist schon am Schwaden wieder. Ach, danke. Ja, und hier habe wir haben ja auch noch zwei Felder mit Stroh. Auch noch. Ja, ja. Stroh macht aber auch Spaß. Ja, aber ihr müsst ja doch. Ja, Stroh. Anfangs ans andere Ende von der Map. Ja, das ist natürlich anders bei der 13. Ich muss ja auch, wenn ich den Rocken verkaufen will, an die andere Seite der Map so. Die vier Ballen, die da liegen, das ist ein Strohballen und drei irgendwas Frischballen, ne? Am Hof. Ja, ich glaube, das ist dann kleefrisch. Ja, und dann ist hier noch ein Fünferstapel. Soll der da stehen bleiben, oder? Ja, kannst du auch wegtun, wenn die einlagerst. Ich hab's einmal auf die Seite gestellt. Ja, stehen keine Ahnung. Und bei den Dings sind auch noch fünf helle Ballen bei. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Wo ist ein helle Ballen dabei? Bei dem einen macht einen Mega aus. Bei den einem Stapel. Okay, du hast gehört, dann passt. Ich hab's gehört, ja. Bei dem Stapel, der links vor den, wo das Stroh eingelagert ist, abgeladen wurde. Da sind fünf helle Ballen, weil was ist das? Ja, das ist dann das Heu und der Rest ist dann. Und die dunklen Ballen sind. Oder was? Ja, das ist noch Klee alles. Du hast ja die erste Folge Heu. Ich weiß nicht, ob du Klee hinten oder vorne ran stapeln willst. Ist vollkommen egal, ist doch das Gleiche. Oder? Ich denke, das ist vom Kleeheu, Preis. Das ist normales Heu. Das ist normales Heu. Ach nee, es ist kleefrisch hier hinten noch. Ja, das ist kleefrisch, die dunklen. Alles klar. Brauchen wir es auch für die Kühe? Kann man, glaube ich, auch reintun. Ja, kann man auch reintun. Ist auch nicht voll. Kann ich sogar noch reinmachen. Da fehlt nämlich noch was. Gras, kleefrisch, Frischmais. Na gut. Möchte dann jemand anders gleich die Ballen fahren? Oder soll ich noch eine Ladung fahren? Nee, du kannst auch einlabern. Ja, ich kann auch einsammeln. Machen wir es danach. Ja, Paul, genau. Du hast noch zwei Felder. Aber ich sage erstmal, lasst einen Daumen nach oben da und schaut morgen wieder zur letzten Folge für diese Woche auf der Oberbayern rein. Macht's gut. Tschüssi. Ciao. Ciao.